So startete das 8. Minifit in der Luckenwalder Fleminghalle. Rund 120 Vorschulkinder waren zu dem Sportfest angetreten. Insgesamt 11 Kitas aus Luckenwalde und der Gemeinde Nuthe-Urstromtal nahmen an Minifit teil. Ins Leben gerufen wurde dieses Sportereignis vom Stadtsportverband Luckenwalde. 2006 kam der Vorsitzenden Ursula Sinz die Idee, ein Sportfest für Vorschulkinder zu veranstalten, und noch im selben Jahr wurde diese Idee dann umgesetzt. Sie sollten dadurch erst mal zeigen, was sie schon an Geschicklichkeit, an Kondition, an Schnelligkeit, Balance können. Und dazu haben wir bestimmte Stationen aufgebaut, die das ihm zeigen, inwieweit sie dazu schon in der Lage sind. In den Kindergärten wird ja auch immer ein bisschen Sport getrieben, aber die heutige Zeit verlangt es, dass das Kind eben sehr beweglich ist und auch Stress aushält, und das baut man ja auch beim Sport einigermaßen ab. Weiterhin sollen die Kinder motiviert werden, in einen Sportverein einzutreten und sich somit dann auch in ihrer Freizeit sportlich zu betätigen. Nach einer gemeinsamen Erwärmung verteilten sich die einzelnen Gruppen auf 9 Stationen. Dort war dann Koordination, Kraft und Ausdauer gefragt. Doch auch der Spaß kam dabei nicht zu kurz. Eine der 11 teilnehmenden Kindergärten war die DRK-Integrationskita Sunshine aus Luckenwalde. Auf Bewegung wird dort viel Wert gelegt. Daher nimmt die Einrichtung von Anfang an jedes Jahr an Minifit teil. Bewegung ist gut für unsere Kinder. Und haben gedacht, wir nehmen an dieser Veranstaltung eben wieder mit teil, weil wir hier die Möglichkeit haben, die große Halle zu nutzen, weil unser Turnraum ist ein bisschen kleiner und wir haben nicht ganz so viele Geräte und sind immer gespannt über die schönen Übungen, die hier angeboten werden. Bewegung spielt im Alltag der Kita Sunshine eine große Rolle und wird an der frischen Luft sowie innen ausgeübt. Vor allen Dingen machen wir ja auch sehr viele Spiele, jetzt nicht nur im Turnraum oder so, auch in den Räumen, dass wir uns bewegen im Morgenkreis, dass wir da rhythmische Bewegungen machen, auch in Englisch, dass wir da auch singen und uns dazu bewegen. Das ist schon Alltag, gehört mit dazu, ja, ist halt wichtig für uns. Das Projekt Minifit wird von der Stadt Luckenwalde unterstützt. Sie stellt unter anderem die Fleminghalle kostenlos zur Verfügung. Weiterhin bekommt jedes Kind ein Trinkpaket. Dank vieler Helfer vor Ort hatten die Vorschulkinder an diesem Nachmittag viel Spaß an der Bewegung.